Nicht immer braucht es einen Gabelstapler, um eine Pizza zu backen. Heute aber schon. Der ganze Ortsteil ist auf den Beinen, weil heute hier in Grevenbruch-Lach etwas ganz Besonderes los ist. Denn Hans Laffrenz und sein Team wollen ins Guinness-Buch der Rekorde. Deswegen machen sie es sich zur Aufgabe, den Lachern die weltgrößte Riesenpizza zu kredenzen. Also wir werden den Teig jetzt folgendermaßen in die Pfanne machen. Wir machen also kleinere Portionen, die wir etwa so 1,60 m ausrollen. Und dann werden wir die Stück für Stück in die Pfanne einbringen und dann miteinander verbinden. Rund 20 Kilo Teig, das reicht normalerweise für 100 herkömmliche Pizzen. Die Kollegen von Kabel 1 haben die Aktion initiiert und halten alles für ihre Sendung Abenteuer Leben fest. Inzwischen sind auch die Zutaten angekommen, mit denen die Pizza nicht belegt, sondern wegen ihrer Größe beschmissen werden muss. Laffrenz weiß, worauf es bei einer guten Pizza ankommt. Ja, das sind die Zutaten, ne? Indem man eben gute Zutaten nimmt, die richtigen Zutaten natürlich nimmt. Und das ist vor allen Dingen die Tomatensauce, der Käse, der da drauf kommt. Nachher, da kommt noch Schinken drauf, luftgetrockneter Schinken. Und dann gibt es natürlich einen sehr runden Geschmack. Ne? Also ich würde sagen, ich habe ein gutes Gefühl, sie dampft und zischt, müsste gut gegangen sein. So, jetzt heben wir mal hoch, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Sie sind sehr organisiert, das Ganze läuft echt klar geregelt ab. Sie sind gut in der Zeit und jetzt muss man nur noch schauen, ob die Pizza durch ist und ob sie schmeckt. Der Weltrekordkandidat überprüft mit Kennerblick, ob der Teig schön knusprig und der Käse zerlaufen ist. Der große Moment ist gekommen, die Riesenpizza kommt zum Vorschein. Als nächstes müssen die Lacherbürger und die Jury nur noch die Genießbarkeit testen. Doch das lässt sich hier keiner zweimal sagen. Groß genug, dass wirklich alle satt werden. Doch besteht die XXL-Pizza wohl auch den ultimativen Geschmackstest? Lecker! Knusprig. Ich bin kein Pizza-Freund, also deswegen schmeckt sie mir nicht besonders. Schön knusprig, ich bin sehr zufrieden. Ob's wirklich zum Weltrekord gereicht hat, erfahren Sie am 3. Mai in der Sendung Abenteuer Leben bei den Kollegen von Kabel 1.